2020 wurde die größte Lithium-Ionen-Batterie der Welt ans südkalifornische Stromnetz angeschlossen. Diese liefert 250 Millionen Watt Strom. Genug, um etwa 250.000 Haushalte zu versorgen. Aber dabei handelt es sich nicht um die größte Batterie der Welt. Das sind diese Seen. Moment mal, wie können zwei Seen eine Batterie sein? Um das zu beantworten, hilft es, das Wort Batterie zu definieren. Etwas, das Energie speichert und diese bei Bedarf wieder abgibt. Die Lithium-Ionen-Batterien, die unsere Handys, Laptops und Autos antreiben, sind nur eine Art davon. Um die in Lithium-Ionen gespeicherte Energie wieder abzugeben, werden diese von ihren Elektronen getrennt und am anderen Ende als neues Molekül mit geringerer Energie wieder zusammengefügt. Aber wie können Seen Energie speichern und abgeben? Zunächst einmal liegt der eine See 300 Meter höher als der andere. Mit Strom werden Milliarden Liter Wasser vom unteren zum oberen See gepumpt. Dadurch wird Energie gespeichert, indem das Wasser potenzielle Gravitationsenergie erhält. Bei hoher Stromnachfrage werden Ventile geöffnet und die gespeicherte Energie freigesetzt, indem das Wasser bergab fließt und 6 riesige Turbinen antreibt, die 10 Stunden lang 3 Milliarden Watt Strom erzeugen können. In Zukunft werden wir immer mehr riesige Batterien brauchen. Denn schon jetzt verursacht die Stromerzeugung eine für die Welt untragbare Menge an Treibhausgasen. 14 Milliarden Tonnen pro Jahr. Diesen Wert müssen wir auf Netto Null bringen. Aber viele Energiequellen können nicht rund um die Uhr Strom produzieren. Daher brauchen wir eine Möglichkeit, den Strom zu speichern, bis er gebraucht wird. Das bedeutet, dass wir Batterien für das Stromnetz brauchen, die groß genug sind, um ganze Städte zu versorgen. Bedauerlicherweise kann keine der bisher erwähnten Speicher dieses Problem lösen. Eine Anlage mit 2 Seen erfordert spezielle Gegebenheiten, braucht viel Platz und verursacht hohe Baukosten. Die riesige Lithium-Ionen-Batterie in Kalifornien kann zwar knapp 250.000 Haushalte mit Strom versorgen, aber nur für eine Stunde. Lithium-Ionen-Batterien sind eher gut für Dinge, die nicht viel Strom verbrauchen. Um mehr Energie zu speichern, müssten sie riesig und schwer sein. Darum gibt es auch keine Elektroflugzeuge. Man kann mit einer Akkuladung nur 2 Personen etwa 1000 Kilometer weit befördern, denn sonst wären die Akkus zu schwer zum Fliegen. Ein übliches Verkehrsflugzeug kann mit einer Tankladung 300 Personen über 14.000 Kilometer weit befördern. Für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus sind zudem bestimmte Schwermetalle nötig. Deren Ressourcen sind begrenzt und der Abbau schädigt meist die Umwelt. Erfinder in aller Welt stehen daher vor der Herausforderung, Batterien zu entwickeln, die unsere Bedürfnisse erfüllen. Viele davon sind jedoch noch verrückter als die 2 Seen. Ein Unternehmen baut eine Wolkenkratzerbatterie. Wenn die Sonne scheint, werden schwere Blöcke per solarbetriebenem Kran auf einem Turm gestapelt. Nachts werden die Blöcke am Kran von der Schwerkraft nach unten gezogen und dadurch Generatoren angetrieben. Auch wenn es anfangs ein paar Rückschläge gab, ist ein weiterer vielversprechender Ansatz das Erhitzen von Salzen, bis sie schmelzen. Diese werden eingelagert, bis hoher Strombedarf besteht und dann zum Erhitzen von Wasser verwendet. Der entstehende Dampf treibt dabei Turbinen an, die Strom erzeugen. Und noch eine Idee: Biobatterien aus Papier, die von Bakterien gespeist und durch Spucke aktiviert werden. Bakterien setzen beim Verstoffwechseln von Glucose Energie in Form von Elektronen frei. Und mindestens eine Bakterienart kann diese Elektronen aus ihren Zellen abgeben, wodurch ein Stromkreis entsteht. Diese Batterien können zwar keine Stadt und auch kein Haus mit Strom versorgen, aber sie verursachen auch nicht so viel Müll und Kosten wie herkömmliche Haushaltsbatterien. Von großen Bergseen bis hin zu mikroskopisch kleinen Bakterien, von Meerwasserbatterien bis hin zu Nuklearbatterien für die Raumfahrt. Wir denken ständig darüber nach, was alles als Stromspeicher dienen kann. Die nächste überraschende Batterieart könnte vielleicht schon darauf warten, entdeckt zu werden und unsere Zukunft nachhaltiger zu machen. Wir haben die nötigen Werkzeuge und das Wissen, um unseren Planeten zu schützen. Besuche ed.ted.com/earthschool, um herauszufinden, was du und deine Community
zum wichtigsten Thema unserer Zeit beitragen könnt und um mehr über die spannenden Schritte zu erfahren, die bereits unternommen werden.